Bitcoin pumpt, jedoch sind die meisten von uns nicht wegen Bitcoin hier. Deshalb gebe ich euch, wie versprochen, ein paar Coins, die ich mir diese Woche genauer anschaue. Viele Coins sind mittlerweile gepumpt, jedoch gibt es immer noch welche, die hinterherhängen und meiner Meinung nach in den nächsten Tagen aufholen werden. Ein Narrative im heutigen Video wird meiner Meinung nach der Top-Performer des Dezembers sein. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Nathalie und ich bringe euch jeden Tag den neuesten Krypto-Content. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst auch gerne ein Like da. Und um nochmal kurz auf Bitcoin zurückzukommen, Bitcoin hatte ja einen atemberaubenden Run in den letzten Tagen und Wochen. Alleine in den letzten 5 Tagen hat Bitcoin unfassbare 17% Gewinn gemacht und sitzt jetzt knapp unter der 44.000-Dollar-Marke. Jedoch ist das Risk-Reward-Verhältnis im Moment nicht das Richtige, um Bitcoin zu longen. Und deshalb habe ich nun ein Auge auf Ethereum geworfen, da die Liquidität oft aus Bitcoin in Ethereum rüberfließt, wenn die Leute kein Upside-Potenzial mehr in Bitcoin sehen. Genauer auf all das gehe ich jedoch in meinem gestrigen Video ein, das verlinke ich euch hier und da sage ich euch auch, warum Ethereum meiner Meinung nach so undervalued ist. Ein super Degen-Coin, den ich euch heute gebe, nennt sich Carlson. KLS ist die Abkürzung. Es gibt im Moment nur eine Exchange, bei der dieser Token verfügbar ist und es ist eine super kleine Exchange. Deshalb solltet ihr wirklich nur das Geld rein investieren, was ihr auch wirklich bereit seid zu verlieren. Ich werde euch unten in der Videobeschreibung einen Link zu dieser Exchange verlinken. Dort seht ihr dann auch die ganzen Exchanges, die ich normalerweise benutze. Wenn ihr euch da mit meinem Link anmeldet, supportet ihr nicht nur meinen Kanal, sondern bekommt auch die Chance auf richtig nice Bonis. Der Grund, weshalb ich bereit bin, dieses Risiko auf mich zu nehmen, ist, weil wenn der Token auf den größeren Exchanges gelistet wird, dann ist dieser Token schon gepumpt und ich möchte diese Gewinne schon vorher mitnehmen. Aber wie gesagt, das Risiko bin ich persönlich bereit einzunehmen. Nichts von meinem Content ist eine finanzielle Beratung, es ist lediglich meine persönliche Meinung. Dann wollt ihr sicherlich wissen, was KLS überhaupt ist. KLS ist eine Fork von Casper mit einer Marktkapitalisierung von 4 Millionen Dollar. Es ist ASIC Resistance, was im Grunde bedeutet, dass kein Megawall alle Coins schürfen kann. Die Leute müssen es nämlich von ihrem eigenen Computer schürfen. Falls ihr auch Interesse an KLS habt, habe ich wie schon gesagt die Exchange unten verlinkt. Ich persönlich werde da nämlich in den nächsten Tagen eine Position aufbauen. Natürlich nur, wenn Bitcoin weiterhin bullish bleibt und keinen riesen Rücksetzer bekommt. Als nächsten Coin hatte ich eigentlich Doge für euch vorbereitet, jedoch war Doge anscheinend bullischer, als ich erwartet habe und hat mein Target schon erreicht. Jetzt müssen wir halt erstmal schauen, wie Doge sich hier verhält, weil wir wieder an einer Resistance sind. Entweder wir prallen hier ab und bilden eine Range zwischen den beiden Zonen, oder wir bilden eine Bullflag, die wir dann traden können. Im Allgemeinen denke ich jedoch, dass Doge noch Potenzial nach oben hat. Die Gründe dafür sind, dass Doge am 8. Dezember seinen 10-jährigen Jahrestag feiert. Außerdem haben wir noch die Doge One to the Moon Mission im Januar. Und sehr viele Erwähnungen über Doge auf der offiziellen Tesla Cybertruck Webseite. Wir dürfen also gespannt sein. Der nächste Coin, über den ich heute mit euch reden möchte, ist Pi. Über Pi habe ich schon mal gesprochen, bin aber immer noch der Meinung, dass Pi ein super Upside-Potenzial hat. Im Moment ist Pi bei knapp 46 Cent, nachdem es einen Rig in meine Buy-Zone hatte und auch direkt wieder stark aufgekauft wurde. Dies ist meiner Meinung nach super bullish für Pi. Bis jetzt folgt Pi perfekt den Parametern eines neu gelaunchten Coins. Und wenn ein Coin nämlich gelauncht wird, schießt er erstmal komplett in die Höhe. Dann wird er komplett abverkauft und er dumpt wie verrückt. Gefolgt von einer Konsolidierung, die dann von einem weiteren Pump zu neuen Altern heiß gefolgt wird. Das Letztere müssen wir dann halt jetzt noch abwarten. Wenn wir da schon im Solana-Ecosystem sind, dann können wir uns auch direkt Solana kurz anschauen, da ich in den Kommentaren gefragt wurde, ob Solana noch ein guter Kauf ist. Wenn ihr auch eine Frage an mich habt, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, dann lasst mir gerne ein Like da. Ich freue mich da super drüber. Solana war ja einer der Top-Performer dieses Jahres. Und ich denke, wenn die Altcoins wieder anfangen, richtig zu pumpen, dann wird Solana auch pumpen. Wenn wir uns dann mal hier die Chart von Solana anschauen, dann sieht sie super stark aus. Wir haben hier eine Range in Form von einer Bullflag gebildet und wir machen kontinuierlich Higher Lows innerhalb dieser Konsolidierung. Das ist super bullish für Solana. Sicherheitshalber würde ich jedoch erst in eine Long einsteigen, wenn wir oben aus dieser Konsolidierung ausgebrochen sind. Das nächste Narrative, was meiner Meinung nach super gut aussieht, über das ich mit euch sprechen möchte, ist tatsächlich das Shiner Narrative. Es gibt zwar keinen direkten Katalysator, weshalb die Coins durch die Decke gehen könnten, charttechnisch sehen sie jedoch super gut aus. Außerdem habe ich gemerkt, dass viele Trends, die Anfang des Jahres super stark performt haben, langsam anfangen wieder an Stärke zu gewinnen. CFX ist einer davon. CFX ist über den 200 EMA auf dem Daily ausgebrochen. Das war eine mega starke Kerze, die mit viel Volumen unterstützt wurde. Außerdem haben wir hier unser erstes Higher Low und 2 Higher Highs. Wenn wir jetzt ein weiteres Higher Low bilden, wäre das ein mega guter Trade-Einstieg und wir könnten einen Ausbruch zu meiner Box hier oben erleben. Das wären 60-80% Gewinn vom heutigen Stand. Wir müssen natürlich mal schauen, wo CFX genau bounced. Der zweite Coin, den ich im Hinterkopf habe, ist Edge.
Dieser war, wie ihr hier seht, in einem starken Daily-Abwärtstrend, hat hier einen richtig schönen Doppelboden gebildet, ist nach oben ausgebrochen und über dem Daily EMA geschlossen. Nun haben wir hier eine Range gebildet. Wenn wir über diesen Widerstand schließen, steige ich da auf jeden Fall beim Retest in den Trade ein. Die potenzielle Upside wären knapp 40% bis zu diesem Widerstand hier oben. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.